Ich bin schon auch ein bisschen aufgeregt, weil klar kann es auch sein, dass die Polizei ein bisschen gewalttätig wird. Das haben wir in den letzten Jahren schon erlebt, dass sie dann auch Schlagstöcke einsetzen, Pfefferspray und so. Aber ich habe das mit meiner Bezugsgruppe gut abgesprochen und ich denke, wir werden es gut handeln. Ich gehe jetzt hier in den Tagebau gemeinsam mit allen anderen für alle zukünftigen Generationen, für alle Menschen, die von der Klimakrise bedroht sind und für alle Lebewesen, die von der Klimakrise letztendlich ausgelöscht werden. Schon ein bisschen Angst auch um meine persönliche Zukunft, weil ich meine, wenn man sich das so anschaut, dann können wir eigentlich jetzt schon unsere Generation nicht mehr wirklich planen in der Zukunft. Und wenn wir jetzt nichts tun, dann wird nichts passieren. Das sieht man ja, die Regierung ist vollkommen untätig und deswegen nehmen wir halt unsere Zukunft jetzt mit Ende Gelände selbst in die Hand. Die Klimacamps gibt es ja schon länger. Das erste Klimacamp war 2009. Da war das halt noch so ein bisschen familiärer. Und jetzt sind halt schon so viele Leute da und die ganze Infrastruktur ist halt auch viel größer. Also es gibt jetzt ein riesengroßes Zirkuszelt da hinten, wo wir die Plenars haben. Das ist hier die Essensschlange vom Klimacamp. Da arbeiten Leute zusammen, freiwillig und mit basisdemokratischen Strukturen. Die stehen hier und schnippeln, weil sie die Klimabewegung unterstützen wollen. Ich gehe jetzt hier in den Tagebau gemeinsam mit allen anderen. Wir sind auf der Nord-Süd-Kohlebahn. Hinter uns ist das größte Kraftwerk Deutschlands, das Kraftwerk Neurath. Und das haben wir von der Kohlezufuhr abgeschnitten. Jetzt sind wir schon ziemlich lang gelaufen, also ich bin auch so ein bisschen fertig, aber ich bin super glücklich, dass wir es geschafft haben. Also der Kohleausstieg ist natürlich nur der Anfang. Eigentlich geht es uns um das große Ganze, nämlich um das kapitalistische Wirtschaftssystem, das nämlich systematisch unseren Planeten und die Menschen ausbeutet und uns schlussendlich uns vernichtet, eigentlich unsere Lebensgrundlagen. Und wir setzen uns ein für ein Wirtschaftssystem, das den Menschen ins Zentrum stellt und nicht die Profite von großen Konzernen wie RWE. Alle Finger sind irgendwie an ihrem Ziel angekommen. Wir haben zwei Finger, die in der Grube waren, die im Tagebau waren, den blockiert haben. Zwei Finger, die auf den Schienen waren, an strategischen Stellen. Das heißt, Ende Gelände dieses Jahr hat einfach super krass gut funktioniert. Ich glaube, das Thema Klima ist jetzt gerade so prominent, weil die Fridays for Future auch da sind und Extinction Rebellion. Die Fridays, die haben ja auch mit uns zusammen demonstriert. Heute waren die am Tagebau mit 7000 Leuten, haben sich solidarisiert mit uns. Und das ist natürlich eine große Bewegung. Wir sind die Klimagerechtigkeitsbewegung und das zeigt halt, dass gerade für uns, für die jungen Leute, das halt voll das Thema ist. Das ist halt schon irgendwie krass, wenn man sowas zusammen durchmacht und so zusammen irgendwie in die Aktion geht, dann, ja, dann schweißt es einen schon zusammen und ich glaube, ich werde die anderen einfach voll vermissen. Die Klimabewegung wächst, die Klimagerechtigkeitsbewegung wächst und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren dann noch viel mehr junge Leute auch zu Ende Gelände kommen. Ciao, mach's gut!